Wir könnten eigentlich hier einen Link Gamer reintun. Oh nein, der Stab ist sowieso zu schwach. Da machen wir lieber das hier. Wir haben genug Alchemie Orbs. Wo haben wir denn noch? Wo haben wir denn noch ein Alchemie? Haben wir nur die? Okay, nur noch den Zähne-Stick. Übersehe ich da gerade was? Probieren wir es einfach mal aus. Da haben wir einen Dreier. Da haben wir einen Dreier. Dann benutzen wir doch die zwei. So. Komm schon. Ganz schlecht. Noch schlechter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nix. Ja, es ist ein Glücksspiel. Ein Haferkäse ist das. So. Wir finden hoffentlich bald mal einen Unique-Stab. Hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie einen Unique-Stab gefunden. Ist mal nötig. Also zwei Handstäbe habe ich gefunden, ja. Also zum Beispiel der Feuerstab ist ja mega mächtig. Aber ja, es ist zwei Hand und ich möchte gerne einen Hand, ein guter. Den habe ich aber noch nicht. Aber wir werden dann mal ein paar Runs machen, eventuell. Kann ich die dann per Livestream machen. Ich muss schauen, wie am besten Livestreams machen. Ohne dass es leckt und so. Schon wichtig. Ich will Livestreamen. Da kann ich den nicht ganz so spaßige Sachen dann im Livestream machen an nicht so guten Zeiten und an guten Zeiten Livestream machen für Spiele, die nicht so gut zum Let's Playen sind, zum Beispiel Royal Coaster Tycoon 3 oder ja einfach Minecraft oder so, wo ihr mir dann auch ein paar Challenges oder sonst irgendwas Lustiges zeigen könnt. Ja, aufgeben. Hausaufgaben sozusagen. Und ja, damit es dann auch für mich ein bisschen mehr Spaß und für euch natürlich dann auch, wenn ihr mich failen seht. Und so Sachen wie zum Beispiel GTA San Andreas Sump, also Multiplayer, wäre doch ganz gut, wenn ihr dann auch beitreten könntet. Muss nur das Game dann haben. Und ich finde den Eingang zur Spinnenhöhle nicht. Ah, dort. Habe ich das übersehen? Ich habe den Eingang übersehen. Oder gedacht, der Eingang sei der von dem Dungeon. Aber hier ist ja der Eingang zur Spinnenhöhle. Zu den Wieferkammern. Wiefern, was ist das? Müssten die Spinnen so heißen? Nein, die heißen Hatchling und Looning Spider. Oder Leaping Spider. Ah, das sind die Leap heißt Sprung. Genau, die Sprungspinnen. Also so kann man extrem gut Magic finden. Man bekommt fast kein Damage. Und wenn wir Damage bekommen, dann nur sehr wenig Attacken, weil sie dann sofort eingefroren werden. Also könnte ich ein paar Mal Spinnenhöhen Runs machen. Aber auf normal bringt es das nicht so viel. Genau deswegen habe ich keinen Heiltrank genommen. Und jetzt haben wir 60% increased critical strike change. Sehr schön. Ja, die Spinnen machen sehr viel Damage. Chaos Damage, also
Auf Mercedes müsst ihr aufpassen. Klasse, Kaskade ist extrem stark. Oh, das ist cool. Jetzt zerstückeln die Gegner auch viel mehr. Weil sie natürlich mehr Schock gefroren werden. Er starrt. Damage machen wir auch mehr. 46 bis 71, da hat sich ja der Damage extrem nach oben entwickelt. Na, hier da oben habt ihr wieder den gelben mitgebracht. Easy. Keine Herausforderung für uns. Wir sind sehr stark. Wir haben richtig viel an Stärke gewonnen. An Schaden. Ja, so ertragreich ist es leider hier nicht. Und wo ist das Rare Change? Ich habe so viel Rare Change auf diesem Ring. Und es droppt nichts Gescheites. Was haben wir bekommen schon? Nichts haben wir bekommen. Ach, Spinnenhöhlen. Wurde die genervt oder was? Vielleicht macht es jetzt mehr Sinn, diese Wahl-Ding zu nehmen. So. Also dann nehmen wir mal die Ark. Spinny. So, das macht doch das macht keinen Damage. Oh shit. Die macht Schaden. Wir haben sehr wenig Leben, deshalb. Ja genau, zeig's hier. Ha, wir machen aber mehr Damage. Okay, ich müsste öfters mit Glaskaskade angreifen gegen Bosse. Das macht ja fett Damage. Aber auch kein Rare. Wir haben kein Rare gefunden. In diesem Dungeon. Oh, das bringt's ja gar nicht. Da müssen wir fast noch ein bisschen Rare Change drauf tun. Aber da leveln wir lieber zuerst mal ein bisschen weiter. Minion Damage, Power Charge und Critical. Das wäre doch mal was. Ja, nehmen wir lieber den mehr. So. Gut. Ja, bringt sehr viel, wenn man Scrolls verkauft und sie dann zurückbekommt. Ah. Rotti der Beast. Ist in Flammen aufgegangen. Den visuellen Effekt, den mag ich überhaupt nicht. Also bei einem Marauder, da mag ich ihn irgendwie. Aber auch, er brennt zu stark dann. Ich hätte es gerne, wenn es nur ein bisschen würde brennen. Aber auch überall. Hier haben wir Spell Damage. Nehmen wir doch den Spell Damage. Aber bringt es das so viel? Sollten wir lieber hier ein bisschen mehr nehmen. 17 plus 6 gibt 23. Haben wir nicht noch ein Super Amulett irgendwo? Hier haben wir 19 und 7% Quantity. Nee. Ist mir nicht wert. 4 Resistenzen.
Ich weiß nicht mehr, wo ich den Ring habe. Der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ein Ring, Amulett, meine ich. Hier haben wir 18 plus 8. Das wär's doch. Weil Quantity ist schon ein bisschen wichtig. Und hier haben wir 10. Ja, okay, okay, eins machen wir noch. Ich brauche noch ein bisschen Aufnahmen. Und zwar die Quest hier. Da müssen wir, was müssen wir da töten? Ja, so ein Anführer, der das Tor bewacht, wo auf der einen Seite geschlossen wurde. Das haben wir nicht gesehen. Aber das war hier oben, Prisoner's Gate, also dort, wo wir angefangen haben, diese Session. Und ja, da muss man den Weg folgen, ganz am Anfang. Wir sind ja auf die Seite gegangen dann. Jo. Das müsste von bei euch vor 3 Videos gewesen sein, also. CK. Kommt drauf an, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit ich hochladen soll, also wie groß die Videos sein sollen. Aber es wird schon öfters geschaut, als ich noch kürzer, also als ich noch 15 Minuten Videos gemacht habe. Also das ist schon besser, wenn man ein bisschen längere Videos hochlädt. Auch wenn es bei manchen nicht so beliebt ist, aber ihr könnt es immer wieder zu später ansehen, hinzufügen. Das könnt ihr unten auf das Häkchen klicken beim Player und dann könnt ihr das immer wieder anschauen, also weiterschauen, wenn ihr mal weniger Zeit habt, um Videos zu schauen. Mache ich immer so und das unterstützt mich sehr. Also seitdem ich das mache, schaue ich viel mehr Let's Player zu. Und ich schaue sehr gerne Let's Player zu. Also momentan habe ich das Gefühl, ich habe so ungefähr 86, glaube ich, abonniert. Jetzt ungefähr 90. Und ich schaue jede regelmäßig. Leider machen sie nicht mehr so viele Videos. Eigentlich wird es immer wie weniger. Schade, sehr schade. Also die Leute nehmen sich immer wie weniger Zeit, um YouTube-Videos zu machen. Und das sehe ich vor allem bei den ganz guten Let's Player, die wollen natürlich nur noch Werbung machen und damit Geld verdienen und so. Die Beliebtheit sinkt extrem. Also, wenn man jetzt sieht, ich habe sehr viel abonniert durch das Mega-Projekt, das war sehr gut. Hero war dann nicht mehr so gut und Faro ist überhaupt nicht gut. Also ich finde Varo überhaupt nicht gut, das ist ein ganz normales PvP mehr nicht. Und auch nicht irgendwie lustig, spannend oder sonst irgendwas, nein. Es ist eher so eine Art Glücksspiel und ja. Da mache ich ja ein eigenes Projekt, wo man wirklich unendlich Zeit hat, etwas Gutes, etwas zu planen oder sonst irgendwas. Und ja. Das freut mich, dass momentan noch recht viele mitmachen. Leider nicht so berühmte Let's Player, aber das wird dann schon mal noch. Die müssen wir noch nicht nehmen. Mehr Damage brauchen wir noch nicht. Wir gehen jetzt am besten unten durch. Ah, der ist explodiert. Wir gehen am besten, nein, oben durch. Wir gehen hier oben durch. Nehmen hier die Critical Change mit. Und gehen dann darunter. Die Aura-Stärkung brauchen wir noch nicht. So. Oder wir nehmen die Change noch nicht mit. Später dann mit. Weil grundlegend ist momentan noch nicht so gut.
the cryptic exchange. So, wir müssen hier noch die Anja, irgendwie so etwas töten. Die ist hier drüben, immer dort, wo der Weg so bröckelig ist. Das seht ihr jetzt gerade. Hier geht der Weg, da ist der Weg. Entlang zum Lager, also da könnt ihr nicht das Lager nie verfehlen, wenn ihr auf der Straße bleibt. So, jetzt müsst ihr weiter nach rechts sein. Ja, hier ist noch der Weg. Zwei Frostnoten auf einmal. OP! Oder wie der Kev immer sagt, OP! Auf Englisch, OP! Na? Ah, jetzt. Weit weg. Die wohnt wirklich weit weg vom Hauptweg. Kelio. Alira heißt sie. Oh, Frostnummer. Nicht gut. Nicht Frostnummer. Kadaverexplosion, meine ich. Genau. Oh, die hat mehr Leben als irgendwie der Akt 1 Boss zusammen. So, Alias Amulett. Sorry, aber du bist eine Banditin. Ich musste dich töten. Und ich will eine andere Quest-Reward. Dann nehme ich aber lieber den zusätzlichen Skillpunkt, weil Leben braucht die nicht. Die machen wir auf CI. Weil, ich habe da eine gute Idee. Und sie ist trotzdem stark genug, schon am Anfang. Da haben wir zwar ein Leben, aber pah. Wir nehmen so ab Level 40 oder so CI mit. Wer nicht weiß, was CI ist. Das da. Chaos Injection. Das Maximum Leben geht auf 1, also nur noch ein Leben. Dafür eben nun gegen Damage, Chaos Damage und dafür noch die Notes für Energy Shield dazu. Also, dann kommen wir ein sehr starkes Energy Shield. Aber wann wir switchen, keine Ahnung. Also eben, ob wir schon bei Level 40 switchen, kann ich euch nicht sagen. Zuerst müssen wir mal genug zäh sein. Die konnten nicht explodieren, weil ich sie immer wieder unterbrochen habe. Fail. Ach, die Creeper. Das sind typische Creeper. Die wollen sich auch immer in die Luft jagen, obwohl es nichts bringt. Geh weg. Aua, das macht doch Damage. Hau ab. Hey. So. Jetzt müssen wir hier noch etwas aktivieren. Und dann haben wir wieder ein Skillpoint mehr. Als Quest Reward. So. Hello. Einen Bogen haben wir bekommen. Die Rares sind irgendwie runtergegangen. Wieso, weiß ich nicht. Und ich werde sie noch ein bisschen MFen, also ein bisschen Items suchen gehen mit ihr. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Weil das wird schon mein Hauptprojekt sein. Das macht so viel Spaß. Und ja. Kommt darauf an, wie viel Minecraft ich zocken will. Also, ja, zocken will ich immer, aber wie viel auf einmal, also wie viel
hintereinander. Mit dem Projekt und mit anderen Sachen noch. So. Den investieren wir also hier hin. Und dann gehen wir hier runter. Hier nach links, dann hier unten das Spell Power mitnehmen. Oder wir gehen, ja, wir gehen hier runter, hier entlang, hier hin, dahin, und dann nehmen wir die Crit Change mit. Hier unten können wir noch Energy Shade und Resistenzen mitnehmen. Hier drüben Life Leech geht auf das Energy Shield, sondern aufs Leben. Und sonst haben wir dann dort drüben noch genug. Also wir haben genug zu skillen. Und ja. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.